Starke Regenfälle hatten den Rasen in der Memminger Arena tief werden lassen. Keine einfachen Verhältnisse für beide Mannschaften. Trotzdem war das keine Entschuldigung für die ersten rund 20 Minuten der Partie, die einfach nur schlecht waren. Doch danach wurde es eine richtig spannende Pokalbegegnung. 20. Minute, Illertissen mit einem Freistoß, doch Memmingen kann zunächst klären. Marco Hahn im Nachschuss, Steffen Friedrich fälscht ab, da war Tobias Kirchenmeier schon auf dem Weg ins andere Eck. Keine Chance für ihn und die 0:1-Führung für die Gäste. 3 Minuten später. Eigentlich eine ganz harmlose Situation, der Ball am Mittelkreis. Doch dann hat Illertissens Marc Hämmerle eine Idee, sieht Torwart Kirchenmeier zu weit vor seinem Kasten und zieht einfach mal ab. 0:2, ein Treffer der Marke, unglaublich. Illertissen hatte dann zwar noch das 0:3 auf dem Fuß, Memmingen steckte aber nicht auf, sondern hielt jetzt dagegen, übernahm mehr und mehr das Kommando auf dem Platz. Die Ecke in der 28. Minute. Illertissens Torhüter Kim Anders fliegt vorbei und Sebastian Bonfert sagt Danke. Anschlusstreffer zum 1:2. In der Folge gab es Chancen auf beiden Seiten, die besseren aber für Memmingen. Illertissen schien nervös zu werden. Einwurf Illertissen auf Höhe der Mittellinie und dann ging es ganz schnell. Steffen Friedrich mit einem ganz feinen Pass in den Lauf des gestarteten Burak Tastan und der macht dann alles richtig. 2:2, der verdiente Ausgleich, wieder alles offen. Dann die Nachspielzeit der ersten Hälfte. Freistoß Memmingen, Illertissen klärt, aber nicht gut genug. Der Ball fällt Marvin Länge vor die Füße und der hält aus etwa 30 Metern einfach mal drauf. 3:2, das Spiel gedreht und das gegen den Tabellenführer. Die zweite Hälfte. Illertissen mit neuen Kräften und zunehmend feldüberlegen, Memmingen in die Defensive gedrängt, setzte aber immer wieder Nadelstiche. Echte Chancen im Spiel wie hier nach einer Stunde blieben aber zunächst Mangelware. Die Schlussphase. Illertissen setzte jetzt alles auf eine Karte und kam immer wieder zu guten Möglichkeiten. Doch Memmingen verteidigte die knappe Führung mit Mann und Maus und Tobias Kirchenmeier. Die Nachspielzeit, die letzte Chance im Spiel. Alle 22 Spieler in der Memminger Hälfte. Freistoß Illertissen, Ball abgewehrt und Schiedsrichter Stefan Treiber mit dem Schlusspfiff. Der FC Memmingen schlägt den Favoriten FV Illertissen glücklich, aber nicht unverdient mit 3:2 und steht nun im BFV-Toto-Pokal-Viertelfinale. Man hat schon gesehen, welches Potenzial Illertissen hat. Sie haben gezeigt die ganze Saison. Sie haben einen breiten Kader. Man hat gesehen, die drei frischen Leute, die sind reingekommen. Sie haben wirklich dann viel Schwung, neuen Schwung gebracht in die Mannschaft und haben dann große Schwierigkeiten in der zweiten Halbzeit bekommen, wo eigentlich sie haben keine richtige Torschance bekommen. Und meine Mannschaft spielt, sage ich jetzt, die ganze Saison. Das ist heute 19. Spiel mit 13, 14 Leuten und das ist wirklich ganz schwierig. Ja gut, ich denke, Memmingen hat genauso gespielt, wie wir es eigentlich erwartet haben. Und von dem her denke ich jetzt mal, ist einfach so, das Spiel ist halt gegen uns gelaufen, wir haben verloren. Memmingen hat ja, innerhalb von 20 Minuten, glaube ich, das Spiel gedreht. Das spricht für die Moral der Memminger, dass man nach dem 0:2-Rückstand das Spiel nochmal biegt. Und wie gesagt, bei uns gilt es einfach heute, wenn man so ein Defensivverhalten hat wie wir heute, dann kann man einfach kein Spiel gewinnen. Auch wenn Memmingen mit dem Sieg die große Überraschung geschafft hatte. Den schönsten Treffer des Abends machten die Gäste. Das 0:2 von Marc Hämmerle war sicherlich der sportliche Höhepunkt eines spannenden Pokalderbys.